Als nächstes wird die Kirche gebaut, aber wo? Ich habe kaum noch Platz. Hier oben vielleicht, direkt neben den Feldern. Wollte die eigentlich hier oben bauen, aber da habe ich jetzt die Scheune gebaut. Schauen wir mal, wie viel Platz die Kirche braucht. Oder wird die sogar hinpassen? Das ist ja cool. Wollen wir das gleich noch machen? Den Auftrag erteilen? Ja. Gucken, wie viel Hähnchenfleisch wir haben. Chicken 0. Das wird gut gegessen, glaube ich. Wir haben auch nicht mal mehr genug alles andere. Und euch ist immer noch kalt, ne? Ich kriege das nicht hin. Aber ich habe jetzt auch wirklich genug da wirklich reingeballert. Ich kann jetzt eigentlich auch das Feuerholz da ein bisschen runtersetzen. Einfach auf 100. Dass ich da nicht mehr machen muss. Weil ich... Ups. Ich habe ja alles jetzt, was ich brauche, ne? Ich habe Schafe. Ich habe Hühner. Kühe könnte ich noch gebrauchen. Aber das muss jetzt auch nicht so schnell sein. Sehr gut. Erstmal alles abbauen, was hier so ist, liebe Leute. Keine Pflaumen mehr. Reicht schon wieder nicht aus, ne? Wenig Eisen. Ah ja, gut. Dann muss ich hier auf jeden Fall auf Eisen umstellen. Da müsst ihr irgendwie zusehen, wie ihr jetzt klarkommt, Leute. Braucht mehr Feuerholzproduzenten. Wollen wir hier noch einen einstellen, da oben vielleicht? Ich habe eigentlich genug Holz im Moment, ne? Das geht eigentlich mit dem Holz. Aber zu wenig Feuerholz selber. Ich glaube, ich baue hier oben einfach noch einen hin. Nein, das geht nicht. Oh no. Der muss das dann so viel hin und her schleppen. Dann muss ich das woanders bauen. Natürlich jetzt auch blöd irgendwie. Geht er schon wieder zur Schule? Ja, 4 Leute. Gut. Schau mal hier, die haben keine Lagerfläche. Und wenn wir den jetzt hier schnell noch eine Lagerfläche zimmern. So. Können wir da oben nämlich noch unseren schönen Holzhacker hinsetzen. Holzhacker Joe. Yo, yo, yo. Holzhacker Joe. Speichern. Oh, Nahrung, 3100. Ja, die ernten ja jetzt, ne? Und dann geht die Nahrung auch wieder langsam nach oben. Aber jetzt muss es auch langsam das gewesen sein mit dem ganzen Bauen. Ja, sonst bekommen wir noch richtig Probleme. Ich muss noch ein paar steinerne Jungs einstellen hier. Na, die Kirche wird auch langsam gebaut. Bauen noch ein bisschen Stein und dann geht's da los. Dann habe ich alles. Alles. Dann geht's nur noch darum, die Leute irgendwie zufriedenzustellen und so gut wie möglich irgendwie über die Runden zu bringen.
Unsere Totenrate hält sich auch in Grenzen. Nach 21 Jahren sind nur 39 Leute auf dem Friedhof. Klar, ein paar waren halt noch nicht da, aber das passt eigentlich schon. Die vermehren sich ganz langsam hier. Kein Stress, sagt man so schön, ja, auf dem Land, ja. Kein Stress. So, dann haben wir da einen neuen Woodcutter gleich. Und unseren Kleriker. Den Priester. Ich glaube, der wird gleich, also das, die Kirche wird gleich komplett ausgebucht sein. Jo, die ganze Geschichte läuft jetzt so ein bisschen von sich, von selbst, würde ich sagen. Muss mir da eigentlich keine Gedanken mehr machen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ein Feuer ausbricht, dann bin ich echt am Arsch, weil ich halt irgendwie zwei Brunnen habe oder so. Das ist dann nicht so wahnsinnig viel. Welch schöne Kirche. Und zwar auch so mit so einem schönen Ausblick hier direkt auf die Viehweiden und so. Toll. Dauert halt ein bisschen, bis die Kirche gebaut wird, weil die hat dann noch einen unterirdischen Bereich, den wir natürlich nicht sehen. So eine Gruft. Das wäre doch was. Für die Adelshäuser hier in unserer Stadt. Apropos Adelshäuser, ich könnte jetzt nach und nach einfach mal zusehen. So als nächstes Ziel. Oh, 142 Leute gleich in der Kirche. Geht's denen doch gleich besser. Wir haben kein Bier mehr. Kein Bier. Einfach zu wenig Pflaumen. Warum geht das mit den Pflaumen nicht klar? Hier schon zwei Felder und das. Die Leute, die saufen mir das weg. Da kommt überhaupt nichts nach. Nicht so viel Holz, bis die das mal da hinten hintransportiert haben. Das dauert dann auch wieder Ewigkeiten. Und der Winter ist schon wieder da. Und wie immer wenig Feuerholz. Ah, das gibt's doch nicht. Aber der ist halt noch nicht fertig, ne? Der muss da erstmal hinkommen. Was ist denn für ein schiefer Baum eigentlich? Klar, der hat natürlich im Winter hat er natürlich ein Problem. Zu wenig Pflaumen am Start. Oh, ein neues Handelsschiff ist angekommen. Was bietest du uns an? Weizensamen, tja. Wäre schon schön. Wäre wirklich schön. Kann ich mir im Moment einfach nicht leisten. Ich habe nicht genug Feuerholz, um meine Leute irgendwie durchzubringen. Bring's mir einfach das nächste Mal wieder mit, wenn du kommst. Okay. Gute Reise noch. Leute. 93 Erwachsene. Schon nicht schlecht. Und da, jetzt, weißt du, jetzt habe ich die ganzen Jungs, oh, keine, ich kann nicht mehr, naja, okay. Machen wir da jetzt mal 600. Jetzt habe ich die ganzen Nomaden sozusagen zugelassen, dass sie jetzt hier auch wohnen dürfen in meiner Stadt. Und jetzt, ich habe denen extra noch ein neues Haus gebaut. Aber nur weil das direkt neben der Kirche ist, will da keiner wohnen. Verstehe ich nicht. Wo wohnt denn der Priester? Würde mich mal interessieren. Ach, gleich um die Ecke. Super. Die Farmer wohnen sehr viel weiter weg. Oh, 2,5 Nahrung. Leute, es wird knapp. Es wird knapp. Die Nahrung wird langsam knapp. Oh no. Kann ich denn jetzt dagegen wirken? Wie wirke ich? Oh Gott. Oh nein. Wie wirke ich dagegen? Ich könnte noch ein Feld machen. Oder einfach noch ein paar mehr Hähnchen schlachten. Nee, nicht so viel. Machst du auf 30? Die Schafe vermehren sich halt nicht so schnell irgendwie.
brauchen sehr, sehr lange, bis da mal ein neues Schäfchen kommt. Ich könnte einen neuen Fischer machen. Das ist es. Ich komme auf jeden Fall auch ein bisschen mit der Nahrung besser klar. Einen weiteren Jäger könnte ich theoretisch auch noch anstellen. Aber genug Leute jetzt. Wo will ich den Jäger hinsetzen? Hier? Nee, eher nicht. Eher nicht. Mein Freund, eher nicht. Hier haben wir einen Jäger. Da haben wir auch einen Jäger. Die überschneiden sich sogar so ein bisschen, was nicht ganz so gut ist. Oh Gott, haben die jetzt hier viel Eisen. Als ob ich das da brauchen würde. Machen wir gleich einen neuen Stockpile hier. Zack. Schön großen und eine Jägershütte. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Kleine Straße. Einfach zu wenig Leute, die mir das Holz hacken. Braucht eindeutig mehr. Ja, hier hinten. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Muss da jetzt einfach noch einen bauen. Also, dann musste der halt immer rüberrennen und sich das holen. Aber sonst werde ich da ja überhaupt nicht mehr glücklich mit. Das dauert auch ewig, bis die hier Sachen fertig sind. Oh, schon wieder Gelbfieber. Und wo? Yellow Fever. Wo denn? Ich habe kein Gelbfieber. Ach, dann. Ah, mit 77. Und wahnsinnig unglücklich. Aber sie arbeitet. Sie ist nicht glücklich, aber sie arbeitet. Leute, die brauchen Alkohol. Dann geht's hier wieder. Dann geht's ab wie Schmidts Katze. Dann freuen die sich wieder des Lebens. Ist das schön? Läuft nicht. Läuft einfach nicht. Ah ja, schau mal, jetzt haben wir 6. Wie viel Wolle haben wir denn im Moment? 19. Dann können wir eigentlich mal hier unseren Kollegen wieder auf die warmen Klamotten umstellen. Oh, wie sie alle krank werden, nur weil sie hier langläuft. Einmal zu Dr. Marv, kein Problem. Hier werden sie behandelt oder hinterher hinten auf dem Friedhof beerdigt. Nein, das hat keinen besonderen Grund, dass der so ausgelagert ist. Wirklich nicht. Ich kann hier hinten noch einen machen. So ein Riesenfriedhof. 929 Essen. Oh nein. Was mache ich falsch? Es läuft nicht. Es läuft nicht. Das wird hier alles jetzt gesammelt, ne? Das geht schon. Also ich glaube, ich muss da irgendwie mal auf Paprika umsatteln oder so. Ich glaube, das läuft dann ein bisschen besser. Weil mit Paprika kommt da dann ein bisschen mehr Futter bei rum. Und hier, ihr könnt auch mal wieder aufhören, Eisen zu produzieren und weiter Cola produzieren. Cola, ja, bitte einmal Cola produzieren. Wenn schon, denn schon. Steine haben wir jetzt auch genug. Erhöhen wir gleich nochmal auf 800. Dann haben wir da keinen Stress. So, wir brauchen einen neuen Woodcutter. Einmal da bitte rein. Jetzt haben wir auch 519 Feuerholz. Jetzt geht's auch langsam wieder mit dem Feuerholz. Und da kommt gleich der nächste. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Gelbfieber schon wieder besiegt. War keine wirkliche Gefahr für mein Dorf. Okay, aber ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Banished. Bis dahin, Servus, euer Marv.